Guten Tag, wertes Volk, Polizei und Gericht. Und auch Katrin Giele. Wertes Volk, Katrin Giele arbeitet hier im St. Ursula, in dem Haus St. Ursula, was noch Haus St. Ursula genannt wird. Ich bitte jetzt einmal darum, damit ich in das Ausweichzimmer komme. Wenn wir das hier sehen, wenn das Einstiche sind, ich vermute das, was sonst, ich habe mich nicht angehauen, sagen wir mal, ich hau mich an. Es waren aber 3 oder 4 Einstiche. Und hier unten, das ist noch fast ausgetrocknet. Das war aber gestern noch nicht, das wäre mir aufgefallen. Oder seit wann habe ich die kurze Hose an? Seit gestern. Oh. Und hinten das Tablet, da hat er was aufgezeichnet. Tonbehandlung, das läuft 24 Stunden wegen dieser Scheiße hier. Da gibt es noch mehr Einstiche, die ich jetzt gar nicht gefunden habe, aber der ist auch neu gefunden. Somit haue ich mir scheinbar was rein. Ich bin dissoziativ gestört, wird das Volk. Tonbehandlung. Und das Tourette-Prinzip natürlich. Ich werde jetzt runterfahren zu Katrin, aber ins Erdgeschoss, ist PDL-Abteilung, wie das heißt. Und dann werde ich habe gestern gebeten, in die Klappsitzung kommen, in die Psychiatrie, weil mir das sicher ist. Tombam, dazu werde ich mich auch noch äußern. Tombam, über dem Schambereich waren ebenfalls, ich frage mich, wer die Striche kommen, die waren gestern nicht da. Also bei allen Einstichen, oder? Tombam ist tot. Tombam, dumm. Also, ganz gut auf, hier ist glaube ich ein Einstich, haha. Hier. Tombam, dumm. Auch an der Leiste, da war ein Einstich, ich frage mich, wo echt. Die Striche waren gestern noch nicht da. Ich frage mich, Tom Baum ist tot. Tom. Da habe ich gestern was gefunden. Wenn er das sieht, aha, Tom Baum ist tot. Da schaut ein bisschen was raus. Ich habe das nicht rausdrücken können. Tom Baum ist tot. Ja. Und das ist auch von Einstichen, Katrin. Oder kann das ein Arzt beantworten? Aber heute ist Sonntag. Hey, aha. Ja. Jetzt kann man etwas mehr sehen. Also der Inhalt ist weg. Oh, ist ja sehr gut. War das das oder? Ich muss kurz schauen. Nein, haha. Oh, hier, wo der Finger ist. Ja, haha. Dummbaum ist tot. Ja, das ist wieder auch ein Einstieg gewesen. Aber kein aktueller. Der Bruno K. ist heute auch im Dienst und der hat jedes Mal die Zimmeruntersuchung verweigert. Wir sind hier in einer angegebenen stänklichen Einrichtung, also St. Ursula. Ich werde angemerkt, die Ursula verteidigen und nicht nur. Aha. Weil diese Benennung geht nicht weiter. Aua. Weiß ich, das ist. Sie gesagt worden, senklich soll für hellig stehen. Aua. Ich meine aber als Personal auf den anderen Etagen. Das ist echt, da gibt es nichts zu meckern. Aber ich werde auch nicht mehr blabbern. Ich werde nur noch schreiben. Ich werde nur noch mit dem Gericht reden. Aber dort auch unter meinen Bedingungen. Hat spezielle Hintergründe. Und ich habe sehr vermutlich Krebs. Also ich nicht auf Basis von den 5 Monaten 24 Stunden Schmerzen und so weiter. Da weiß ich ja seit kurzem, woran das lag. Wobei das auch, welcher Urgrundlage zugrunde liegt. Wo ich Zucker getrunken habe, Spezi. Weil ich habe einen Monat Pause gemacht wegen den ganzen Urintests, weil Zucker war immer schwarz. Da habe ich erst nach 4 Monaten. Welcher Trottel, habe ich da mal Pause. Gut. Ich habe dann mal Pause gemacht für 3-4 Tage zum Test oder so und da war immer noch alles schwarz, obwohl ich nichts mit Zucker getrunken und gegessen habe. Aber jetzt seit 3-4 Wochen schauen die ein bisschen anders da aus. Das aktuelle ist nur noch pH, das zweite von rechts, und selbst wenn das zweite